Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Lost Ark Story Let's Play. Wir befinden uns quasi genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und reiten gerade zurück zu unseren Questgebern. Hoppla, in die erste Sackgasse, um dann weiterzumachen mit unserem Story Let's Play. Bin gespannt, wie das erste Feedback für die erste Folge war, weil die Folge aufgenommen wird, noch bevor die erste überhaupt öffentlich ist. Der Anführer der Grabräuber schrieb, wir haben das Objekt im Kolchtal gefunden. Könnte es sich bei dem Objekt um die Steintafel handeln, nach der du suchst? Bitte geh ins Kolchtal. Der Mönch Schudeal ist ganz in der Nähe. Er könnte dir helfen. Ja, dann machen wir das doch mal. Mittlerweile habe ich herausgefunden, was ich vorlesen sollte und was ich nicht vorlesen sollte. So, schauen wir mal. Wo sollen wir hin? Hier nach links. Und hier oben haben wir dann direkt nachher schon das erste Dungeon. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf, auch wenn es sehr kurz ist. Ich muss sagen, das Dungeon-Let's-Gameplay gefällt mir wirklich sehr. Nehmen wir mal noch den Aussichtspunkt hier mit. Sehr schön. Was das angeht, gibt es bestimmt im Weiteren auch einen Erfolg, wenn man die alle eingesammelt hat. Willst du sagen, die Grabräuber suchen einen Teil der Tafel in der Kathedrale von Prideholm? Vielleicht findest du bei den Grabräubern, wonach du suchst. Falls nicht, solltest du dich mit dem Zufluchtsverwalter Maidok unterhalten. Die Grabräuber führen in den Kolchruinen etwas im Schilde. Na, dann gehen wir dem Ganzen nochmal nach. Kommt mit, könnt euch alle mitkommen. Ich habe für euch alle was übrig. Wo sind sie? Da stehen sie. Den nehmen wir auch noch mit hier. Ah, zu früh aufgesessen. Hier versteckt sich noch einer, der will Honig haben. So, bei den Nebenquests sparen wir uns das Lesen mal. Sammeln direkt hier den Honig ein oder töten erstmal den hier. Oh, es wird gar nicht abgebrochen, wenn man geschlagen wird beim Einsammeln. Das ist gut zu wissen. Jedenfalls in der Situation nicht. So, und weiter geradeaus. Da kriegen wir dann, glaube ich, auch unseren nächsten Triport. Ich hoffe tatsächlich, dass es vom Game Sound halbwegs okay ist. Ich bin echt gespannt, in welcher Frequenz ich schaffe, das Ganze hier abzuloaden. Sodass unser Display auch schön an Fahrt aufnimmt. Immerhin fordert Arno auch sehr viel. Ah, und dann gehen wir mal direkt zum nächsten Event. Und dann dürfte es tatsächlich gar nicht mehr weiter sein, bis wir in die ersten Ruinen reingehen. So, rein da. Sieh einer an. Scheint, als hätten wir Konkurrenz. Du gehst nirgendwo hin. Schnappt sie euch, Jungs. Okay, schauen wir mal. Jetzt muss man hier schon ein bisschen aufpassen, weil wir tatsächlich nicht so viel Lebensenergie haben. Aber auch das sollte kein Problem sein. Ah, wir können unsere Spezialfähigkeit benutzen. Mit Y oder X. Entweder können wir uns entscheiden, ob wir uns heilen wollen oder ob wir unseren Schaden ein bisschen erhöhen wollen. Ja, okay, wir machen es ja schon. Und erhöhen unseren Schaden. Thank you.
Und weg mit ihm. Ist alles in Ordnung mit dir? Die Räuber sind hinter dem Tafelstück her? Was wollen sie damit? Scheint ein beliebtes Stück Stein zu sein. Ihr seid zu spät. Ich hab's dem Boss schon gegeben. Ihr kriegt es niemals von unserem Dämon. Ein Dämon also. Das hatte ich befürchtet. Der Fluch ist viel zu mächtig für einen Menschen. Los, wir müssen herausfinden, für wen diese Räuber arbeiten. Ja, das machen wir doch gerne. Suchen wir nach dem Wächter der Kolchruinen. Vielleicht erfahren wir dort unser nächstes Ziel. Ah, das Dungeon. Endlich. Ich warte schon die ganze Zeit drauf. Man steigt, um jetzt nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen was zu erklären, während wir jetzt hier auch wieder reiten, übrigens in zwei verschiedenen Leveln hier in diesem Spiel auf. Einmal die Kampfstufe und einmal die Kaderstufe. Die Kampfstufe bezieht sich nur auf den Charakter an sich und die Kaderstufe auf den Account auf dem Server. Das heißt, zweiteres, der lila Balken, wird mit allen Charakteren gelevelt, die man auf dem Server hat. Haben ihr Versteck an einem abgelegenen Ort am Pfad. Erteile den Grabräubern bitte eine deftige Lektion. Ja, das machen wir doch gerne. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Sire. Mittlerweile scheine ich nach ein bisschen Verwirrung in der ersten Folge herausgefunden zu haben, was ich vorlesen kann und was nicht. Das ignorieren wir und wir springen direkt ins Dungeon rein. Und zwar versuchen wir es mal tatsächlich in der Gruppe auf schwer. Schauen wir mal, ob wir nicht direkt vielleicht eine Gruppe finden. Ja, hätte mich jetzt auch gewundert bei dem Hype um das Game, wenn wir hier länger hätten warten müssen, um in eine Gruppe zu finden. Komm. So, schauen wir mal. Giftklauenhöhle auf schwer. So sehen die Instanzen aus. Wir springen quasi mit allen Charakteren jetzt hier rein, mit 4 Stück. Ich glaube auch gar nicht, dass es hierfür eine spezielle Zusammensetzung gibt, sondern spring einfach 4 zusammen rein. Ich glaube nicht, dass zwingend ein Supporter dabei sein muss sogar. So, helfen wir hier mal ein bisschen mit. Die Instanzen, also ich kenne bisher natürlich nur die. Kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen. Die Instanz hier ist relativ kurzlebig. Und jetzt auch nicht so eine große Herausforderung und dient eher daran, sich ein bisschen an das ganze System zu gewöhnen. So, weiter geht's. Irgendeinen Erfolg haben wir gerade noch dazu bekommen. So, weiter geht's. Also man stürmt hier quasi, gerade bei der Instanz, einfach nur so durch. Links sieht man dann noch die Lebenspunkte der anderen Gruppenmitglieder. Daran kann man erkennen, ob es vielleicht irgendeinem gerade ein bisschen schlechter geht. Die Bremsen war direkt mal mit unserer Harfe. Also die Töne sind ja dann doch ein ganz klein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, dass das mit der Harfe nicht allzu sehr nervt im Let's Play. Ein bisschen sanftere Töne wären jetzt nicht schlecht. So. Man kann übrigens alle Instanzen auch alleine spielen. Also man muss nicht, wie ich jetzt hier, in einer Gruppe reinspringen, sondern man kann alle auch alleine machen und dann skalieren halt einfach die Lebenspunkte und die Stärken der Monster. Man sieht schon hier, die Grabräuber halten relativ viel aus. Hoppla, jetzt habe ich einen Schlag abbekommen. So, weiter geht's. Zwischendrin mal einen Trank einwerfen und ansonsten alles in der Instanz wirklich sehr entspannt. So, öffnen wir die Tür und dann dürfte jetzt gleich auch schon die nächste Sequenz starten, weil wir nämlich jetzt den Endboss umhauen müssen. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten für mich, dir zuliebe.
mir das Tafelstück. Hier. Das ist also der Schlüssel, um das Geheimnis der Arche freizulegen. Der Rest ist in dieser Kathedrale. Vielleicht ist es an der Zeit für meine eigene Pilgerreise. So, und auf geht's. So, jetzt sieht man direkt den ersten Bosskampf. Ähnlich wie gerade in dem einen instanzierten Bereich hält der wesentlich mehr aus. Das erkennt man direkt an den Energiebalken jetzt. Und erfordert auch ein bisschen Movement, dass man quasi nicht von allen Fähigkeiten erwischt wird. Ab und zu sieht man so angezeigte Bereiche wie jetzt. Ich laufe absichtlich mal ein bisschen näher dahin. So wie jetzt, da sollte man sich natürlich rausbewegen, um nicht endlos viel Schaden zu fressen. In der Instanz jetzt vielleicht noch nicht so das Problem, aber auf lange Sicht muss man da definitiv einiges an Movement mitbringen, um heile durch diese ganzen Bereiche durchzukommen. Und wieder eine Anzeige. So, jetzt gleich dürfte er mit seiner Wirbelwindattacke anfangen, glaube ich. Ah, jetzt wollte er auf mich drauf gehen. Jetzt muss man weg vom... Fast ein bisschen gepennt. Er macht es aber eins zum Glück nicht so schwer. Und dann war es das jetzt gleich auch schon. Und dann haben wir die allererste Instanz auf schwer tatsächlich schon hinter uns gebracht. Und eine neue Harfe haben wir bekommen. Heutzutage gibt es so viele Tafeljäger. Du bist zu spät. Also wirklich ein cooles Let's Play, also ein Gameplay meine ich. Also ich bin wirklich gespannt, was dann die weiteren Instanzen noch für ein parat halten. Erst recht, wenn es dann auch vom Anspruch her schwieriger wird und man wesentlich mehr auf die Gegner eingehen muss. Da bin ich wirklich gespannt. Wir müssen schnell zurück. Super, das war's dann schon. Wir haben auch unser nächstes Level abbekommen. Oder haben wir, glaube ich, sogar schon eine ganze Zeit lang. Habe ich vielleicht gar nicht beachtet. In meinem ganzen Erklärwahn. Und jetzt kommt noch ein Zusatzbereich direkt nach dem Dungeon. Wo man hier ein bisschen in Breitholm unter aufräumen muss, weil wir ein bisschen ein Bedenknis gemacht werden von diesem leicht fanatisch gut aussehenden jungen Mann. So, man sieht hier überall schon blaue Markierungen. Hier gilt es jetzt, Stadtbewohner zu retten. Und natürlich ist der Schwierigkeitsgrad jetzt wieder ein bisschen runtergeschraubt, weil wir ja schlussendlich auch gegen mehr auf einmal kämpfen. So, schauen wir mal. Man sieht auch, dass meine Harfe die Fähigkeit hat, die Gegner halt zu bremsen und zu blockieren. Das ist halt ganz praktisch. Dadurch, dass wir jetzt auch nicht die stärkste Klasse sind, wenn es ums Einstecken von Schaden geht. Aber nichtsdestotrotz können wir uns hier mal kurz so ein bisschen durchmogeln. Laufen mal ein bisschen weg, nehmen mal ein paar Monster mehr mit, damit wir hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt ewig stehen zu bleiben. So, jetzt haben wir hier gleich ein paar. Damit können wir dann auch arbeiten. Zack. So geht das Ganze doch dann wesentlich schneller. Und man spart sich ein bisschen den Stress hier und das Warten, bis man die ganzen Monster dann umkloppen kann. Jetzt müssen wir hier einige Geiseln retten. Ist aber jetzt weniger das Problem. Hier müssen wir einfach immer nur die Barrikaden weghauen. Und dann schlussendlich das ein oder andere Monster umkloppen, damit wir die Stadtbewohner befreien können. So, da oben sind dann die nächsten schon. Alles tatsächlich jetzt nicht so die Herausforderung. Hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht umgeholzt werden. Ab und zu mal einen Trank einschmeißen. So. So, holen wir die drei auch noch hier weg. Komm. Auf und weiter geht's nach oben. Mit der Leertaste kann man übrigens so einen leichten Sprung nach vorne machen. Kann man allerdings auch nur alle 10 Sekunden machen.
Und damit dann auch dem einen oder anderen Gegner noch ausweichen. So, jetzt kommen hier wieder ein paar. Da können wir mal ein bisschen mehr rumhauen. So, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir alle umkloppen. Und selber nicht übertrieben viel Schaden nehmen. Man muss es jetzt ja auch nicht übertreiben. So, haben wir die auch. Hier können wir uns jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen und auch mal ein bisschen die Monster ignorieren und schon mal in die Gebäude reinrennen. Zack. Die Dämonen haben angegriffen. Ah ja, okay. Machen wir es doch. Jetzt haben sie mich ein bisschen eingekesselt. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier ewig festzustecken, sondern wir wollen ja weiterkommen. Ah, ich könnte übrigens mal was machen. Vielleicht mal die neue Ausrüstung anlegen, die wir mittlerweile schon in unserem Inventar haben. Ausrüstung, die man nicht braucht, kann man übrigens verkaufen für kleines Geld oder, was sich wesentlich mehr empfiehlt, zerlegen. Und die kann man direkt komplett hier rüberziehen. Hoppla, da hatten wir sogar noch eins, was wir anziehen können. Zerlegen, ja. Nehmen wir alles direkt mit. Das können wir direkt noch anziehen und die kann man zerlegen. Und dafür kriegt man Handwerksmaterialien, die man, glaube ich, später für seine Berufe braucht. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher. Haben wir da einen vergessen? Jetzt glaube ich doch glatt, dass wir einen Dorfbewohner vergessen haben. Kann das sein? Nee, hier haben wir noch drei. Ah, nee. Da ist noch einer drin. Da müssen wir dann... Ah, hier oben, genau. Das war's. Da waren wir ein bisschen zu voreilig. So, haben wir die auch gerettet. Und dann müssten wir jetzt gleich, glaube ich, alle Dorfbewohner in Sicherheit gebracht haben. Ach, wirklich cooles Gameplay. Also ich muss sagen, ich mag es wirklich sehr. Wirklich cool gemacht. Auch die Fähigkeiten gefallen mir, auch durch die Bank weg. Unfassbar, mich interessiert noch unfassbar die Zauberin auch mit ihren verschiedenen Fähigkeiten. Also, jetzt aktivieren wir wieder unseren Ultimate hier so ein bisschen und räumen mal ein klein wenig hier auf. Kann ja nicht sein, dass man uns hier so ein bisschen in die Mangel nimmt gerade. Da habe ich nämlich eigentlich gar keine Lust drauf, jetzt hier auch noch umgebracht zu werden. Und dann dürfte es das auch schon wieder gewesen sein. Jetzt können wir uns noch hier hochkämpfen. Und dann haben wir diesen kleinen Story-Abschnitt gleich auch schon gemeistert. Und kommen dann in den nächsten Bereich. So, weg mit euch. Dich da unten auch nochmal. Zwischenzeitlich einen kleinen Heiltrank einschmeißen und weiter geht's. So, hier mal wieder ein bisschen mehr Schaden raushauen. So, der hat wieder ein paar Lebensbalken mehr. Das sieht man auch direkt an diesem Fünffach. Die Multiplikatorenanzeige auf der rechten Seite zeigt übrigens an, wie viele Lebensbalken er noch hat. Ich weiß gar nicht, ob es dann irgendwann auch ein Maximum gibt oder bis wie viele Lebensbalken das nachher dann auch noch hochgeht. So gut kenne ich mich in dem Game jetzt noch nicht aus, aber wir machen ihm jetzt ja dann doch schon gut zu schaffen. So, dass er hier auch ordentlich Schaden frisst. So, jetzt gleich haben wir es dann auch endlich. So, jetzt noch hier hoch und dann erwartet uns, glaube ich, schon die nächste Zwischensequenz. Schauen wir mal. Vater! Und? Was steht auf der Tafel? Ich frage nicht nochmal. Ich habe einem Dämon nichts zu sagen. Oh, du wirst mir viel erzählen, alter Mann. Sieh her. Varuth! Mehr Opfer. Hä?
Endlich! Ein Priester mit Kampfgeist. Ich bin dran. Dragon Ball lässt grüßen. Für das, was du ihnen angetan hast, wirst du bezahlen! Du bist ein Delane. Interessant. Leider muss ich jetzt gehen. Aber keine Sorge, wir sehen uns wieder. Warut! Armel! Du hast diese Macht erneut eingesetzt. Ich weiß. Ich hatte keine Wahl. Je öfter du sie einsetzt, desto mehr wirst du von der Dunkelheit verzehrt werden. Ich werde es nicht wieder tun. Lass es mich erklären. Ich bin ein Delane. Ein Produkt von Mensch und Dämon. Doch die Tafel ist gerade viel wichtiger. Ja, hoffentlich ist die Sequenz gleich zu Ende. Mir geht langsam ein Kaffee aus. So auch ihre Geheimnisse. Dank euch. Diese Tafel, nun vervollständigt, beschreibt den geheimen Standort der sagenhaften Arche von König Lutera. So, dann haben wir den nächsten Abschnitt auch schon wieder geschafft. Bleib ein paar Tage im Dorf. Ich werde dir mitteilen, was ich aus der Tafel erfahren habe, wenn die Lage hier stabiler ist. Du musst dich eh etwas ausruhen und deine Wunden versorgen. Was habe ich getan, ihr Götter? Geht es dir gut? Mir geht es gut. Tut mir leid, wenn ich dich überrascht habe. Guten Morgen. Na, gut geschlafen? Du wirst in der Kathedrale erwartet. Von Pater Varut persönlich. Naja, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen, würde ich sagen. Ne? Oh, was haben wir da unten bekommen? Neues Zeichen. Das schauen wir uns gleich mal direkt an. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, jetzt in die Instanz per Schnellbeitritt zu kommen? Oder muss ich jedes Mal hinlatschen, auch wenn ich schon drin gewesen bin? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Aber machen wir erstmal hier kurz weiter. Natürlich bleibt alles unser Geheimnis. So, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Da hoch müssen wir. Hey, schon gehört? Mal sehen. Und, wie gefällt es dir in Dreitor? Sowohl Mühsal als auch Freude sind... Hier steht... Um die Arche von König Lutera zu finden, braucht man das Siegel des Schwertes und des Adlers. Das Siegel des Schwertes befindet sich unter der Salzwüste von Judia, im Königreich von Morai. Aber um nach Judia zu gelangen, muss man die schroffen Berge von Ankumo überqueren. Ich werde für eure sichere Überfahrt auf dieser beschwerlichen Reise beten. Möge Regulus, der Herrscher aller Götter, über euch wachen.
Über euch auch, Pater Varuth. So, spannend, wie sich die Story langsam entwickelt. Pride Holm ist dank dir wieder sicher. Dafür kann ich dir gar nicht genug danken. Ich werde dafür beten, dass du und Pater Amel die Steintafel entschlüsseln und die Arche erreichen werdet. Ja, dann hoffen wir mal beide, dass wir das hinkriegen. Wenn Judia dein Ziel ist, wird es eine lange Reise über die Grenzen. Ich habe mit einem Händler namens Edmar im Schlupfwinkel der Reisenden gesprochen, um den Handel zu arrangieren. Er wird dir den Weg nach Judia zeigen. Was mich betrifft, so treffe ich Priesterin Garoa auf dem Angumosberg, ach Gottes Willen. Wenn du hier mit allem fertig bist, komm bitte zu mir auf den Berg. Okay, machen wir. Aber jetzt gucken wir uns gleich erstmal an, was wir hier alles bekommen haben. Und hier unten blinkt gefühlt auch die Hälfte meiner Leiste. Mühsal als auch Freude sind Teil von Gottes Willen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier oben geht's jetzt weiter. Schauen wir aber erstmal. Okay, wir haben 20 Punkte, die wir verteilen können. Okay. Wir benutzen die Fähigkeit relativ häufig. Was haben wir denn hier? Zaubergeschwindigkeit erhöht. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann löst die Fähigkeit schneller aus. Okay, da kriegen wir ein Schild. Das hört sich ganz gut an. Das nehmen wir auch mit. Zum Glück waren die Reparaturen schneller fertig als gedacht. Ah, okay. Die Attacke kriegt dann quasi einen Schaden über Zeitwert noch. Und die powern wir dann auch noch mal ein bisschen höher. Perfekt. Alle Punkte verteilt. Und was ist das? Es gibt eine Ratgeberquest, die du ausführen kannst. Begleiter. Ah, wir bekommen unseren ersten Begleiter. Im Gegensatz zu World of Warcraft, wo hier irgendwelche kleinen Frösche oder Co. hinter dir her hüpfen, erfüllen diese Begleiter sogar eine bestimmte Funktion. Wir überspringen mal kurz den ganzen Quatsch hier, und zwar wird uns jetzt erklärt, was der Begleiter kann. Und ich versuche das nebenbei mal so ein bisschen zu erklären. Wir öffnen jetzt den Topf hier. Jetzt passiert Folgendes. Hier kommen 500 Sachen rausgefallen, die ich jetzt einsammeln kann. Jetzt fragt sie mich, wie ich das gemacht habe. So. War ein bisschen schwierig, weil ich alles aufsammeln musste. Bla 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 blub. Und jetzt kriegen wir gleich einen Begleiter. Und der erste Begleiter, den wir haben, hat dann später die Hauptfähigkeit oder die Nebenfähigkeit, dass er Sachen für uns aufsammelt, die Monster fallen lassen. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr großartig auf den Boden rumklicken, sondern unser kleines Kanickel, was wir hier bekommen, sammelt für uns alles auf, was am Boden verteilt liegt und erleichtert uns so das Leben ein klein bisschen. Aber das müssen wir uns natürlich jetzt eben erstmal besorgen. Komm. So, also erklärt mal nur kurz die Shortcuts, wie wir an die Begleiter drankommen. Jetzt haben wir ihn auch schon bekommen. Den nehmen wir dazu. Haben wir Alt-P. Da haben wir unsere Begleiter dann auch schon und können die dann herbeirufen oder entlassen, ob wir ihn brauchen oder nicht. Ach, muss ich es jetzt trotzdem noch machen, oder was? Ich habe ihn doch schon. So, jetzt haben wir das. Und jetzt gehen wir, glaube ich, nochmal zurück zu dem ersten Teil, wo hier das Fass ausgelaufen ist. So, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Und jetzt sieht man gleich direkt, was passiert und was unser White Bunny hier macht. Der sammelt quasi alles für uns auf. Ohne dass ich hier irgendwas anklicken muss. Also sehr angenehm. Vielen Dank. Und jetzt haben wir schon unser erstes kleines Pet. Mal gucken, ob wir das nicht umbenennen können. Namensvorschläge gerne in den Kommentaren. So, haben wir das auch erledigt. Perfekt. Und ich glaube, mit einem neuen Begleiter White Bunny, wie auch immer er dann in der nächsten Folge noch heißen wird, man kann ihn natürlich umbenennen, perfekt, verabschieden wir uns dann in die nächste Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich schon darauf, euch in der dritten Folge wiederzusehen. Bis demnächst, euer Chris.